ich habe hier einen Brief bekommen. Mir wurde schon zugeteilt, dass es eventuell Fanpost sein könnte. Ich weiß es nicht genau, ob das der Brief ist, aber ich hoffe es. An dieser Stelle spule ich mal lieber etwas vor, denn ihr seht hier nur einen Mann, wie er beim Scheißen einen Brief einhändig öffnet. Ich hätte die Stelle auch rausschneiden können, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Hallo geliebter Bruder, ich möchte in diesem Brief für deine vielen wunderbaren und obendrein kostenfreien Bewegtbildproduktionen von vollem Herzen bedanken. Nebenbei angemerkt, ich wurde schon mal bei YouTube gesperrt, mein Google-Konto ist gesperrt. Den Kanal, den ich jetzt führe, bringt mir keinen einzigen Cent ein, sondern nur dieses Amazon-Partnerprogramm. Deswegen wäre ich wirklich sehr dankbar, wenn ihr über meine Links kaufen würdet. Ja, des Weiteren möchte ich dich wissen lassen, dass diesem Brief diverse hocherquickende Fotografien beiliegen. Es wäre durchaus schön, wenn du besagte Fotografien Rentnern zeigst. Und sie fragst, ob sie die abgebildeten Personen kennen. Ich behaupte, dass dies die Abonnenten deines Kanals sehr erfreuen würde. Ich hoffe, dass dein Kanal auch in Zukunft so aktiv bleibt. Oh, und könntest du dem Mädenvieh und Max schöne Grüße von mir bestellen? Ja, das mache ich jetzt. Hubert Camberdale, der von Facebook. Ah, ich bekomme noch von einem anderen Fanpost zugeschickt. Wahrscheinlich werde ich das in dieses Video mit einbauen. Oh, okay. Was zum Teufel? Ist das Rainer Winkler von hinten? Also der Drachenlord? Ja, okay, also von mir aus. Ja, das werde ich Rentnern zeigen. Ich werde natürlich ein Video machen. Und hoffe auf gutes Gelingen meinerseits. So, also wir sind jetzt in der Galerie und du fragst jetzt einfach mal die Rentner, ob sie diese Person gesehen haben. Entschuldigen Sie? Ja, Moment. Haben Sie diese Person gesehen? Nee, haben wir nicht gesehen. Ganz sicher nicht? Ganz sicher nicht. Ja, dann schön, schönes Wochenende. Was? Ich hab's nicht verstanden. So, wir versuchen es nochmal. Entschuldigung. Kennen Sie diesen Mann? Nee. Wirklich nicht? Nee. Na, was machen wir jetzt? Ich werde das Blatt essen, wenn die nächste Person diesen Mann auch nie kennt. Okay. So, entschuldigen Sie, Entschuldigung, kennt Sie diese Person? Nee. Nee? Na gut. Na, du wolltest das Blatt Papier jetzt essen. Und du wolltest Masse aufbauen, guck dich mal an. Das ist die zweite Fanpost, die muss ich mir natürlich erstmal abholen. Das ist die Nebenkostenabrechnung, 116 Euro. In einem Jahr. Das ist wirklich eigentlich legitim, wenn man nicht davor einen Haufen Kohle verzockt hätte. Es tut einfach nur weh. Richtig, richtig weh. So, hier ist das gute Stück. Es ist nachts um 12. Ich wollte das heute Nachmittag schon auspacken. Aber stattdessen habe ich mich mit Max getroffen und wir haben den ganzen Tag gezockt. Junge! Junge, ich. Was ist denn das? Warte mal. Moment. Ach, das sind Nüsse. Warum? Na gut, ja, danke. Das ist eine Pfandflasche. Ich bin einfach so kaputt, versteht ihr das? Ich bin einfach so kaputt. Scheiße, ich hätte das Video morgen drehen sollen, da wäre ich bei Kräften gewesen. Ich bin geistig mal wieder komplett am Ende. Junge, was zum Fick?
Was ist denn das? Was soll denn das? Junge, das ist die absolut gestörteste Fanpost, die ich je bekommen habe. Naja, Leon, du hast mir ja schon berichtet, dass du in deinem Drogenrausch einfach irgendwas hier reingestopft hast, aber... Naja, es sind ja irgendwo schon feine und nützliche Sachen. Ich freue mich auch drüber, aber... Was ich jetzt damit anfangen soll... Ach, da wird mir schon irgendwas einfallen. Was zum Teufel? Du machst mich fertig. Junge, Junge. Alter. Du schenkst mir einfach einen Butterfly. Naja, damit werden zahlreiche Nasenaffen die Nasen abgeschnitten und dann kommen die in den Käseauflauf. Was ist denn das? Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Ich, Pfandflasche, ja, die Pfand. Ich habe das Paket jetzt einfach nicht wirklich aufgemacht. Noch mehr Aufkleber. Das ist ein amerikanischer Dollar. Nice. Ach, Junge, Junge. Was ist das? Okay. Nice. Junge, Junge. Alter. Du überwältigst mich mit diesem Gerümpel. Ich warte jetzt mal kurz. So, jetzt habe ich das Paket mal komplett geöffnet. Das ist eine Pfandflasche. Das bedeutet mir wirklich was. Also die Leute denken natürlich jetzt, ich übertreibe. Aber das Pfandbusiness hat mir schon etliche Euro eingebracht. Hier ist auch noch was drin. Habe ich gerade bemerkt. Was ist denn hier drin? Junge, was ist denn mit dir los, Junge? Du machst mich fertig. Das stinkt noch nach Cola. Das heißt, du hast die Flasche nicht ausgewaschen und mein Finger stinkt jetzt auch nach Cola. Das ist sehr widerlich. Was ist denn das? Junge, was soll denn das sein? Bist du nicht ganz dicht? Ich denke mal, das sind irgendwelche Drogen, aber... Naja, ich meine, das ist ein Inkognito-Spastico-Fan. Es wundert mich eigentlich überhaupt nicht. So, jetzt werde ich erstmal die Finger waschen. Und dann werde ich mal sehen, was der Mann mir noch so beschenkt. Das war jetzt grammatisch falsch. Aber wenn ich filme, achte ich meistens nicht auf perfekte Grammatik. So. Okay, noch ein Aufkleber. Noch einer. Hier ist einfach ein Stück abgerissen. Ein Gutschein. Nice. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Forge of Empires. Alles für dein Bike. Ich bin geistig viel zu fertig, um das noch zu kommentieren. Junge, hier hat mir einfach jemand in seinem geisteskranken Drogenrausch kompletten Ramsch in einen Karton gepackt und dieser Aufkleber, was ist denn mit dir los? Junge, du mieses Arschloch. Das ist eine Brille. So, was haben wir jetzt noch hier drin? Das ist so ein saurer Schnuller. Ist auch eine feine Sache. Eine Batterie. Das sind Zielscheiben. Ja, und das sind hier die Kugeln. Ich habe aber keine Softgun. Also, du hast natürlich hier eine reingesteckt. Ich kann natürlich auch mein Butterfly auf die Zielscheiben werfen. So, was ist denn jetzt noch hier drin? Ein WC-Brillentuch. Ach ne, ein W5-Brillenputztuch. Junge, Junge. Ich muss mal kurz. Ich gucke ja die ganze Zeit durch die Kamera. Dadurch sehe ich genauso wenig wie ihr durch die beschissenen Lichtverhältnisse. Aber morgen habe ich auch zu tun, da kann ich das dann auch nicht filmen. Deswegen.
bin ein alter, zurückgezogener, introvertierter Soziopath und öffne gerade ein Paket, wo solche Sachen drin sind. Ich bin völlig fertig. Hier ist noch eine Batterie. Du dämlicher Wichser, ich hasse dich. Naja, hier sind wenigstens noch Bonbons drin. Eukalyptus-Bonbon, das wird mein Körper nicht so sehr schaden. Ich bitte euch, das, was ich jetzt tue, nicht falsch zu verstehen. Inkognito. Inkognito. Oh ja. Was? Danke. Ja, stell ich es nochmal. Hier. Ich werde mich nach dem Video selbst töten. Inkognito. Oh ja, Spastiko. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast mich damit so abgefuckt, dass ich mir jetzt wirklich das Leben nehme. Junge, was zum Teufel? Könnt mir schaden nicht. Kann nicht geschärft werden? Junge. Okay, das ist also ein verfickter Schwangerschaftsstreifen. Ja, naja. Was mache ich denn jetzt mit dem? Verzeihung. Dieser Schwangerschaftsstreifen, den ich hier in der Hand halte, kann ich ihn an Ihnen testen? Nee, na gut. Junge, du gehst hinter Gitter. Ja,